gekocht, meine Damen und Herren, denn Kochen macht glücklich. Ich mache einfach Freestyle. Bisschen Pfeffer, bisschen Salz. Meine Soße ist Hayat Claridica. Jones Kitchen, präsentiert von Die Company. Was geht ab, meine Freunde? Was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Jones Kitchen. Es wird gekocht, meine Damen und Herren, denn Kochen macht glücklich. Ich hab's nie gerne getan, aber ich tu's gerne für euch. Das für euch Spaß, machen wir alles. Gesagt, ne? Also ich muss sagen, das macht Spaß. Ja, Kochen macht Spaß. Was gar nicht Spaß macht, meine Freunde, ist dieses ganze Drumherum danach. Dieses Putzen und so. Boah. Aber das gehört dazu. So, meine Freunde, meine Damen und Herren, worum geht es heute? Heute geht's tief in Italien. Wir machen nämlich heute Nudeln. La Spaghetti. Spaghetti, Pasta. Minga, Minga, Minga. Minga heißt verpiss dich, ne? Oder so, oder? Minga heißt klein. Ja. Auf jeden Fall, wir machen natürlich Pasta, Freunde. Das ist eine sehr, sehr berüchtigte, eine sehr beliebte, ein sehr beliebtes Gericht. Und da kann man natürlich auch sehr viel falsch machen, muss ich sagen. Ne? Also, wer macht heute die Jury? Sammy macht heute die Jury. Das bedeutet, Younes Jones tretet gegen Jordan. Und somit habe ich schon mal gewonnen. Und ich habe gewonnen, Junge. Ich hole den Sieg nach Hause für Papa. Ich entscheide immer noch, ne? Meine Damen und Herren, ich bitte euch, gegeneinander anzutreten. Ja, face to face auf jeden Fall. Okay, okay. Okay. Hey, 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 hey. Stopp, 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 stopp. Ey, ich bin geschlagen. Okay, reich, reich, reich. Okay, wir haben heute auf jeden Fall Spaghetti, wie ihr wisst. Ihr macht beide die Soßen. Ihr beide habt keine Rezepte am Start. Deswegen heißt das, eure Kreativität wird in Frage gestellt. Das heißt, Wir werden heute ohne Rezept kochen. Die Spaghettis werden vorgegeben. Die Frage ist, was mache ich für eine Spaghetti-Art und was macht der für eine Spaghetti-Art? Das ist dem überlassen. 3, 2, 1, let's go. So, Freunde, ich werde auf jeden Fall Gambas, Dicker. Gambas, also das ist mein Lieblingsgericht, Spaghetti, Gambas. Ich mache ein bisschen Aioli, ein bisschen Tomatensoße, ein bisschen dies, ein bisschen das. Lasst euch überraschen. Hier. Also okay. Ich glaube, der Younes weiß, was er macht heute. Guck mal, das Ding ist, ich wollte auch Gambas nehmen, aber ich lasse ihn mal seine Gambas nehmen. Ich nehme heute hier ein ganzes Fleisch, Bruder. Habe ich extra für dich extra alles schön gemacht. Bisschen Öl. Mach mal erstmal die Maschine hier an. Schüch, was haben die mir für eine Granate gegeben? Also. Wie schneide ich das? Bisschen Öl vorheizen. Freunde, auf jeden Fall, wie gesagt, der Younes hat die Gambas genommen. Deswegen muss ich mich für hier ein schönes Hähnchen entscheiden. Ich würde sagen, ich weiß noch nicht genau, welche Sachen ich reinmache, aber es wird schön, glaube ich. Ein bisschen normales Öl, ein bisschen Olivenöl, weißt du, für den Geschmack. Hast du schon mal sowas in der Art zu Hause gemacht? Ja, halt ohne Hähnchen, muss ich sagen. Aber heute, ich mache was sehr Schönes für dich. Habe ich nämlich geguckt von einem sehr guten Bruder von mir, der mal auch gekocht hat. Lass dich einfach überraschen, ne? Also, meine Damen und Herren, ich habe das Öl ein bisschen vorgeheizt für die Garnelen, aber ich mache vorher erstmal natürlich die Zutaten. Willst du alle Zwiebeln nehmen oder darfst du auch eine? Hier. Ich liebe Zwiebelgeschmack, aber ich kann die nicht sehen im Essen. Ja, das hat schon für mich einfach einen Schaden verdient, ja. Freunde, sagt mal ehrlich, mögt ihr Zwiebeln oder nicht? Ich kann Leute nicht verstehen, die keine Zwiebeln mögen. Stell dir vor, du nimmst einen Döner ohne Zwiebeln, Bruder, da hast du ja gar keinen Geschmack im Mund, Alter, ja? Wir brauchen Zwiebeln. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich mach Freestyle, ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott, ich habe kein Rezept gehabt, ich habe nichts gehabt. Ich mach einfach Freestyle. Ah, aha. Wow, was hast du das denn geguckt, Junge? Der ist krass, Alter, Alter. Boah, der Freestyle ehrlich mit zu viel. Bruder, was hast du mit dieser Säge hier gemacht, Alter? Ja, meine Augen. Boah, ich seh nichts. Ich schwöre, ich seh nichts. Eine Tomate wird genommen hier.
Warum kommt hier nichts raus, Digga? Andersherum. So, bisschen Pfeffer, bisschen Salz. So. Hüsch. Bisschen Knoblauch. Also für die Leute, die sich fragen, was ich gerade mache, ich mache eine Tomatensoße. Weiße. So, das sieht echt so schön aus hier. Ich mache hier Tomatenmark mit Tomaten. Stückchen. Weiße. So. In der Zeit räume ich mal auf, weil ich sag ganz kurz hier, das muss 2 Minuten braten. Und wenn das 2 Minuten gebraten hat und fertig ist, dann geht, dann geht die Party hier los. Aber erstmal ein bisschen meine Ruhe. Du Bruder, das ist dieses Aroma, Junge. Aroma. So. Aroma. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Wasser gemacht. Ja. Gib mal Zwiebelgranulat. Granuliert, er sagt Granulat. Boah, Bruder, ja. Das sieht so geil aus bei dir. So, hier Aubergine. Das ist das Geheimrezept für mich, Leute. Obwohl ich das okay, überhaupt nicht mache. Gib mal Knoblauch. Schneiden wir in kleine Scheiben. Das ist der auch, oder? Nee, nee, brauchst du. Oh, Bruder, das ist also, eine Feinarbeit. Also, nur einmal Knoblauch. Der Typ, der experimentiert hier auf irgendeine Art und Weise. Gott weiß, was er macht, ja. Aubergine! Komm, eine für die Kamera. Oh, Baby! So, Freunde, Aubergine, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Hähnchen, karamellisiert. So, jetzt können wir so langsam an die Arbeit gehen. Jetzt gehen wir so langsam an die Arbeit, weil jetzt beginnt die richtige Arbeit. Das davor war ja ein Kinderspiel, das kann ja jeder, ne? Oregano. Oh, das hört sich so an. So, jetzt, wie machen wir das? Wie nehmen wir die Nudeln? Da hat keiner dran gedacht. Mit Händen? Mit Gabel, hol dir eine Gabel. Kräuter. Junge, das war echt geil, ja. Das wird aber eine andere sein. Eine bessere? Bin gespannt. Oha, eine Portion. Hey! So, Patti Jam. Achso, doch, ich glaube, ich habe eine Vermutung, was du vorhast. Ich habe eine Vermutung. So schön drehen. Ey, mach mal deine Hand weg. Und jetzt, Freunde, fangen wir an. Eier. Ganz simpel, ganz leicht, Eier. Ich habe nur eine Frage, warum bratst du auch die Spaghetti? Das ist ja das Geheimrezept, was keiner macht. Und wenn der das gleich macht, dann weißt du, von wem er das hat. Da. 2 Eier, ganz simpel, ne? Weil wir wollen ja auch nicht übertreiben. Die Gambas. Jetzt kommen die Gambas, meine Damen und Herren. Die werden hier erstmal zugegeben. Ey, gibt's hier auch so nicht so einen schäbigen Löffel, Alter? Ich komm hier unten nicht ran, Bruder. Naja, mal ein bisschen besser. So, jetzt rühren wir das nochmal also alles. Also, ich sehe, bei Jordan wird auf jeden Fall eine Hähnchenbrust. Oder lass dich überraschen. Weil jetzt fangen Jungs, wir an. Auf jeden Fall Gambas. Lestos Hollandaise. Sammy. Hollandaise. Okay. Das reicht, das reicht. Mamma mia! Ein bisschen Hollandaise. Der Sammy hat nämlich gesagt, er wollte ein bisschen Hollandaise indirekt. Aber so viel ist auch nicht gut. So, jetzt wird das ganz... Meine Soße ist Aya Claridica. Ja, freu dich mal, noch nicht so früh, ne? Also ich sag dir noch mal einen Tipp, ne? Also es wird auch mit Aussehen bewertet, ne, Jordan? Ja, das spritzt alles auf meine Klamotten. Ja, Junge, wir sind auch am Kochen, Digga. Aussehen ein Minus. So, meine Damen und Herren, ein Zwischenergebnis von Eunice Jones in the Kitchen. So, ich glaube, meine Geschichte ist jetzt hier fast soweit. So, die letzten Tomaten fließen rein. So, bam. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet und dann geben wir die Tomatensoße hier zu den Gambas. Ich glaube, es ist soweit. So. Wow. Guck mal, Jordans Blick an. So. Boah, ich habe echt Bock, die zu essen, ne?
Und ich schwöre bei Gott, Freunde, ich meine das tot ernst. Ich habe hier gerade einfach gefreestylt. Für die, an Leute, die die richtig kochen können, die werden sich bestimmt denken, oh, der weiß vielleicht nicht gerade, was der macht, aber man muss auch experimentieren. Wir sind ja natürlich keine Profiköche. Der John ist sauer, der John ist sauer. Ich muss dir irgendwas rausnehmen, Bruder, das gefällt mir nicht. Ja, die Tomaten müssen wieder raus, ja. So, jetzt kommt hier Käse rein. Käse? Damit es fluffig ist. Freunde, muss ich euch noch sagen, wie lecker das aussieht oder was soll ich jetzt machen? Soll ich euch noch sagen, wie das gerade... Das sieht nicht nur lecker aus, das schmeckt auch lecker. Wallah? Wow. Auf Ernst? Partigiano! So, wo ist mein Teller? Bruder, ich hab alles geschlafen mit diesen Gambas. Gamba Oleg, Bruder, was hab ich gemacht? Wallah. Bruder, pack die Nudeln, schau mal hier auf den anderen. Macht richtig Ernst mit der Zange, Alter. Bruder, Aussehen. Ja, wie spielen nach Aussehen? Tschüss, Bruder, ich krieg grad so einen Gaumenschmaus, wie das heißt, ne? Oh. Baby! So, hier. Aber egal, auch wenn wir uns ein bisschen duellieren, man muss sagen, wir haben trotzdem. Wir sind. Also, es gibt ja immerhin noch Männer, die können gar nichts, ne? Die können nicht mal ein Ei kochen. So, weißt du? Das Wichtigste ist, meine Damen und Herren, ist die finale Dekoration. Drei, zwei, eins. Bitte alles liegen lassen. So, die letzte Sache. Fertig! Bruder, meinst du, ist krass? Du warst schon eher als ich fertig, ne? Ja, Bruder, weißt du warum? Weil ich arbeite schnell und flink. Bitte euch jetzt einmal vorzutreten. Mal gucken. So. Lass dich überraschen, mein Bruder. Oder ich muss gar nicht viel reden. Möge der Bessere gewinnen, würde ich mal sagen. Also, wir wollen jetzt eine real Bewertung haben. Ja, du musst ehrlich real machen. Also ich muss sagen, ich habe echt Hunger, ne? Okay, mit welchem soll ich anfangen? Ihr dürft aussuchen. Komm. Fangen mit seinem an. Aber erstmal aussehen. Aber ich muss sagen, ne, ich bewerte diesmal richtig streng, ne? Das ist gar nicht gut. Wallah, sei mal froh, dass du was zu essen kriegst, Junge. Ich gebe dir für Aussehen auf jeden Fall. Boah, 3 Punkte, Alter. Mehr kannst du auch nicht da rausholen. 10 ist das Beste, aber... 3 von 10, was laberst du da, Junge? Das ist noch großzügig von dir. Großzügig, würde ich das im Laden kriegen, Bruder? Ich würde das wegschmeißen. Wallah, ja, das ist noch großzügig. Warte mal. Der sagt, der wird das wegschmeißen im Laden, Junge. Nicht wegschmeißen, aber ich weiß nicht essen. Warte mal, wir lassen die Zuschauer das auch bewerten. Bewertet bitte auch das Aussehen, meine Freunde, in den Kommentaren. Sieht doch gar nicht appetitlich aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Von der Mitte hast du gesagt, ne? Du isst, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Du brauchst gar nicht sauer zu sein, arbeite vernünftig. Okay, ich bin gespannt, ne? Bruder, jetzt komm, sag noch mal was. Oh. Bruder, mein Aussehen ist vielleicht nicht immer gut. Boah, wallah, das ist krank. Ja, Bruder, egal. Ja, Bruder, wie mit dem Burger? Was ist das für ein Aussehen, das nicht durch? 9 Punkte. Was? Wallah. Was? Wallah, krank. Ey. Von 1 bis 10 hat er den 9 Punkte Wallah. Gegeben. Ich sag dir ehrlich, ich schwör's dir, das ist krank. Das ist krank. Ich hätte das nicht gedacht, aber das ist krank. Wallah, das ist krass. Ganz kurz will ich was sagen. Wie bei dem Burger. Diese Eier, das macht viel aus. Ich weiß, was schmeckt. Vielleicht achte ich da nicht auf Aussehen, okay. Ich achte auf das Innere. Weißt du? Okay, jetzt kommen wir mal zu Jonas. Ich muss sagen, Aussehen, top. Also ich weiß, wie ich sowas kriegen, ich glatte 8. Ey, ich hab das so mit Liebe gemacht, nicht mal im Restaurant geben die das. Aber so. Er hat doch 8 gesagt, warum diskutierst du? Ist egal, mach weiter. So Schwachsinn, Bruder, das ist... Was soll ich alles draufpacken? Gekauft ist der Wallah. Wallah, yeah. Mach weiter. Was soll ich denn essen? Bruder, ess, das sind Gambas und das sind Nudeln und Soße. Nimm mal die Soße. Tomate mit drauf. Das ist aber lecker. Ich geb dir, jetzt ist nicht so krass, aber ich geb dir auf jeden Fall eine 7. Ich hab trotzdem gewonnen. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Also, der Gewinner ist auf jeden Fall Younes. Younes Jones! So. Ich bin trotzdem der Sieger für mich. Ich bin gespannt. Schreibt uns mal bitte gerne in die Kommentare, was wir als nächstes für euch zubereiten, kochen, was auch immer, Dessert, irgendwas. Ne, irgendwas zubereiten können, schreibt das in die Kommentare und wir werden das umsetzen, okay? Ich küsse eure Augen für den krassen Support und dass ihr alle abonniert habt. Einen Applaus! So, bis zum nächsten Video, seid gespannt, was das nächste